2 aus 46. Nein, das ist keine neue Lotterievariante, die es jetzt gilt mit diesem Video zu bewerben, sondern das ist jene Anzahl an Chromosomen, die wir Menschen in jeder einzelnen unserer Zelle im Zellkern tragen. Und wie den meisten aus dem Biologieunterricht noch geläufig ist, gibt's bei diesen Chromosomen auch Geschlechtschromosome, die genotypisch darstellen, welches biologische Geschlecht man trägt, neben den natürlich ganz normalen äußeren Geschlechtsmerkmalen. Und ich darf Ihnen heute so ein Karyogramm zeigen, das ich im Zuge meines Studiums in der biomedizinischen Analytik aus meinem eigenen Blut erstellen dürfte. Und somit ist seit diesem Zeitpunkt klar, dass ich nicht nur phänotypisch, nämlich rein äußerlich, weibliche Geschlechtsmerkmale trage, sondern auch genotypisch dem Geschlechtsmerkmal XX entspreche. Manche Menschen sehen es aber in der letzten Zeit viel, viel differenzierter und weiten dieses Spektrum aus. Immer wieder wird behauptet, es gäbe mehrere biologische Geschlechter, mehr als zwei biologische Geschlechter, und genau das wurde unlängst im ORF behauptet. Es ist also nicht so, dass es hier nur zwei biologische Geschlechter gibt. Es gibt Ausnahmen, deswegen liegt Karl Nehammer falsch. Es gibt Ausnahmen, aber wie viele genau, weiß man das? Ja, die Biologie ist sich uneinig, ist noch zu keinem finalen Schluss gekommen, wie viele Geschlechter es tatsächlich gibt. Da hat sich eine Journalistin vom Profil hingestellt und wieder mal einen Faktencheck gemacht. Einen Faktencheck zur Aussage, es gäbe nur zwei biologische Geschlechter. Und dabei erwähnt sie Anomalien, die natürlich vorkommen, aber die laut internationaler statistischer Klassifikation der Krankheiten und der verwandten Gesundheitsprobleme in die Krankheiten einzuteilen sind, beziehungsweise die Menschen sind in einer gewissen Art und Weise beeinträchtigt. Und sie nennt da beispielsweise das Klinefelter-Syndrom. Da gibt es zum Beispiel das Klinefelter-Syndrom. Da gibt es zwei X- und ein Y-Chromosom, also ein X-Chromosom mehr im Zellkern. Indem es einen Karyogrammtyp gibt, wo Männer ein X-Chromosom mehr haben und entsprechend dessen in den unterschiedlichsten Ausprägungen, beispielsweise in der Entwicklung, in der Pubertät, eingeschränkt sind. Und nur um das festzustellen, auch Betroffene von dieser genetischen Anomalie sind häufig auch nicht in der Lage, zeugungsfähig zu sein. Und die liebe Frau Leibezeder im ORF 3 stellt es dar, als wäre es ein zusätzliches Geschlecht. Aus meiner Sicht eine massive Abwertung dieser Menschen gegenüber, die tatsächlich, wenn in starker Ausprägung vorhanden, Probleme in ihrem Umfeld haben und auch höchstwahrscheinlich Identitätsprobleme. Und jeder, der im klinischen Kontext mit solchen Menschen zu tun hatte, kann das aus meiner Sicht nachvollziehen. So nicht die Wissenschaftschecker vom Profil. Zusätzlich wird in diesem Interview noch mitgeteilt, dass es aufgrund dieser genetischen Anomalien dann natürlich auch zu unterschiedlich hohen Hormonproduktionen kommt. Es gibt dann natürlich Frauen, die eine vermehrte Testosteronproduktion haben, wie wir möglicherweise auch noch aus dem Biologieunterricht wissen, produzieren ja Frauen genauso einen kleinen Anteil an Testosteron. Und im umgekehrten Sinn kann es natürlich auch Männer geben, die zu hohe Östrogenbildung haben. Nichtsdestotrotz, es gibt sie. Zwei Geschlechter, keines mehr und keines weniger. Nein, diese Aussage, die ist falsch. Und die Aussage auch, dass sich hier die Wissenschaft noch nicht einig ist, ist aus unserer Sicht komplett aus der Luft gegriffen. Die Wissenschaft war sich nämlich immer einig. Das einzige Momentum, das da gibt, ist nämlich wirklich die gendergetriebene Ideologie, die in unsere Medien infiltriert hat und hier eine falsche Darstellung auf diese ganz normale Sachlage macht. Und was ist jetzt unsere Möglichkeit hier als Zwangsbeitragszahler? Sie wissen es. Seit 1. Jänner 2024 sind wir ja nicht nur teilweise Zahler dieser Gebühren für eine nicht sinnvolle Berichterstattung, die es im ORF gibt, sondern wir sind Zwangsmitglieder dieser Berichterstattung und müssen für diese Fehlinformationen auch noch Geld bezahlen. Was möglich ist, man kann sich beschweren. Und genau das werden wir von der MFG machen. Es gibt aus unserem Kreis einen Beschwerdeführer, der hier eine Beschwerde einbringen wird, genau gegen diese Aussage, und hier den ORF auffordern wird, diese Aussage zurückzuziehen und zu berichtigen.
Was ganz dringend notwendig ist, um eine solche Beschwerde machen zu können, sind ebenfalls ORF-Zwangsmitglieder, die wir ja zum größten Teil alle sind, dazu zu bewegen, diese Beschwerde zu unterstützen. Und dafür werden wir von der MFG ein Formular zur Verfügung stellen. Und Sie alle, die Sie unserer Meinung sind, also es gibt nur zwei Geschlechter, haben die Möglichkeit, hier Ihre Unterschrift zu leisten und diese Beschwerde mit uns gemeinsam einzubringen. Das Ziel muss in kurzer Zeit umgesetzt werden, also die Deadline ist hier die letzte Märzwoche. Dann ist nämlich der ORF aufgefordert, seine eigenen Fake News neu checken zu lassen, nämlich vom neuen Faktenchecker. Also für uns eine ganz klare Sachlage. Die Geschlechterdiskussion ist unverrückbar. Es gibt zwei biologische Geschlechter. Und wir freuen uns, ich freue mich sehr herzlich auf Ihre Unterschriften. Die ganzen Informationen dazu finden Sie in einem nachstehenden Link. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung. Ich denke, wir sehen die Welt so. Ich hoffe, Sie sehen die Welt so. Und am Ende des Tages gilt es auch, dass der ORF die Welt so sieht und auch den Zwangsmitgliedsbeitragszahlern hier die Wahrheit erzählt.